Hallo, guten Tag zusammen. Seid gesalbt. Es gab heute Nacht noch eine neue Info zu Quasir. Der Nutzer bei Discord hat mir ein Bild zugeschickt, das ihr sicherlich auch schon kennt. Dort sehen wir einen Kommentar von Quasir von vor einer Woche. Ich persönlich kenne ihn jetzt nicht direkt und auch seinen Schreibstil nicht. Vielleicht kann irgendjemand, der schon mal mit ihm geschrieben hat, früher das bewerten, vor allem der Ausdruck Adler frisst Igel. Dann gibt es noch ein merkwürdiges Video von Dennis Ingo Schulz, welches für mich recht authentisch aussieht. Er berichtet darin, was mit Quasir passiert sein soll. Ich habe gerade eben einen Anruf erhalten von wem auch immer genau. Dieser Mr. X meinte zu mir, dass der Quasir Hausbesuch vom SEK bekommen hat und bezüglich des Paragraphen 89 BKAG als sogenannter Erster dieses neuen Polizeigesetzes nun in Untersuchungshaft sich befindet. Das würde dann auch erklären, warum der Quasi A seit längerem kein Video mehr hochgeladen hat und vor allen Dingen B, warum er sich nicht bei mir meldet. Weder auf meine Nachfragen hin, mittels E-Post, noch auf Discord oder auf Skype. Wenn wir uns diesen Paragraphen des BKAG anschauen, ich hatte damals, als ich den Kanal eröffnet hatte, auch darüber berichtet, finden wir hier die Bestätigung, dass die Grundrechte massiv eingeschränkt werden. Zusätzlich wurde Mitte Juni 2018 in 10 Bundesländern Razzien wegen Hasskommentaren durchgeführt. Hier noch der entsprechende Tweet vom BKA: Verfolgen statt nur löschen. Koordinierte polizeiliche Maßnahmen gegen Hass im Internet. BKA und Bundesländer starten bundesweiten dritten Aktionstag gegen Hasspostings. Hier ist noch eine Übersicht, wie die Verteilung der Hasspostings nach deren Meinung ausschaut. Im ungefähr gleichen Zeitraum berichtet auch Schlomo Finkelstein von ungebetenem Besuch. Warum ich die letzte Zeit nicht da war. Also ich werde das jetzt nicht wirklich großartig ausführen, aber sagen wir mal so, ich habe ungebetenen Besuch bekommen, der mich dazu veranlasst hat, einige Vorkehrungsmaßnahmen, sagen wir mal, zu treffen. Und das hat ein bisschen Zeit gekostet. Aber also mir geht's gut. Wenn wir diese Informationen jetzt gebündelt betrachten, dann verstärkt sich meiner Meinung nach der Eindruck, dass er wirklich Besuch bekommen hat von der Polizei, doch schon sehr. Sollte wirklich niemand aus dem direkten Umfeld von ihm kommen und ihn kennen oder via Skype mündlich kontaktieren kann, werden wir hier jedoch erstmal nicht weiterkommen. Wir müssen weiterhin warten, bis er sich meldet, möglichst mit einem neuen Video. Jeder schriftliche Kommentar ist nicht vertrauenswürdig. Es kann sein, dass dieser Kommentar nicht von ihm kommt. Wir leben leider in Zeiten und in einem Land, welches das Unrecht hofiert, während Mörder und Vergewaltiger auf Bewährung freigelassen werden. Müssen arme Rentner, die aus Hunger stehlen müssen, ohne Bewährung ins Gefängnis. Genau so sieht unser Rechtsstaat in 2018 aus. Und all diesen schönen neuen Gesetze wie BKAG und das neue Polizeiaufgabengesetz in Bayern und DSGVO, die werden ja nicht aus Spaß verabschiedet, die werden genau deswegen verabschiedet, um solche Hausdurchsuchungen bei unliebsamen Personen durchzuführen. Trotz der beklemmenden Fakten hoffe ich immer noch, dass Quasir einfach wieder auftaucht und alles wird wieder gut.
So richtig glauben mag ich jedoch nicht daran. Also nochmal der Aufruf, falls ihn irgendjemand kennt, privat, Skype, bitte mündlich kontaktieren und irgendein Statement versuchen zu bekommen. Vielen Dank, bis bald.